du verhinderst die nächsten 22 Schadenspunkte. Wow, das tat weh. Und wir haben einen zerstörten Gegenstand. Relikte werden niemals zerbrechen. Und Gegenstände mit niedriger Qualität werden öfters zerbrechen. Was ist denn kaputt? Der Helm. Nicht gut, aber machbar. Du brauchst unbedingt einen Heiltrank. Du brauchst auch einen Heiltrank. Du pustest den mal weg. Oh. Ich zieh das mal raus. Nur das hier scheint akkurat zu sein. Du haust. Du haust. Dann mach was. Wow. Mach was, was nicht so schmerzhaft ist. Aber wir kommen gut voran. Wir sind schon bei... Ich weiß nicht, wo die Liste angefangen hat. Aber ich glaube, so 30-40% haben wir schon abgezogen. So, du bist noch debufft. Also einfach Feuer. Das macht gut Schaden. Ja, Feuerball macht 24 und ihre Attacke macht's. Oh. Du Heiltrank, du Heiltrank. Du Angriff. Du Angriff. Ja, verfehlt. Du trink bitte einen Mana-Trank, damit du nächste Runde wegschubsen kannst. Das bringt ja doch viel. Und du... Wir haben noch 6 Heiltränke, ja. Ja, komm, Feuerball. Und du hast aus Versehen deinen Attack rausgenommen. Also brauchst du das Spellbook. So. Und draufhauen. Ja, läuft definitiv gut. Unter 40% oder so. Der ist gleich Geschichte. Dank. Mürum allerdings auch. Aber ich glaube, Mürum pustet jetzt erstmal weg, damit keiner diese Runde angegriffen wird. Und wenn sie dann nochmal dran ist, dann trinkt sie den Heiltrank. Du trinkst den Mana-Trank, du duckerst und duckerst. Yay. Wir haben eine Runde gewonnen und 15 Schaden gemacht. Feuer. Heilung. Hauen. Hauen. Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Also mit den rundenbasierenden Kämpfen, dass es so schön ist, dass es rundenbasierend ist und nicht dieses wüste Rumgeklicke. Weil ich muss jetzt wirklich überlegen, wann mache ich was? Und das Ganze jetzt auf Normalmodus. Hätten wir den Warrior-Modus genommen, wäre das Ganze bestimmt richtig knackig. Und so muss es auch sein bei so einem Spiel. Du trinkst noch keinen Trank, weil du hast richtig viele Lebenspunkte. Bei dir sieht das anders aus. Du müsstest eigentlich einen trinken. Aber ich habe falsch geguckt, wer dran ist. So, du bleibst an. Oh, gleich ist er tot. Bitte jetzt keinen One-Hit oder so machen. Nee. So, du. Au. Trink. Und jetzt Dolchstoß zum Schluss. Okay. Und neuer Eintrag. Was bringst du mir an Träumzeug? Ah, ich war wieder zu spät, ja. Die Anzeige, was man bekommt, sollte ein Ticken länger da bleiben. Oder ich sollte mir angewöhnen, vorher hinzugucken, eins von beiden. Ein neuer Tag beginnt. Yep, für uns auch. Wir haben nämlich kistenweise Loot gefunden. Und das ist auch schön, dass in der Kiste mal ein bisschen mehr drin ist als in zwei Gegenstände. Am liebsten habe ich das bei Spielen, wenn man eine Kiste aufmacht und da ist ganz viel Zeug drin. Das muss gar nicht wertvoll sein, das kann irgendwelcher Ramsch sein. Und da muss man sich durch den Ramsch durchwühlen und nimmt nur das mit, was am meisten wert ist. So à la Morrowind. Aber ja, ich weiche ab. Wir nehmen einfach alles mit. Und allgemein Loot All Button bin ich auch nicht so ein Fan von. Also klar, ich benutze es jetzt. Aber allgemein, wenn man nicht die Möglichkeit hat, hat man eher das Gefühl, dass man selber denn was plündert. Und dass man selber was erreicht hat. Das sind so eine kleinen... Feinheiten, aber ja, das passt schon. Ja, was haben wir denn da? Handschuhe? Hast du schon Handschuhe? Nö, du hast einen Armreif. Mein Armreif passt eher zum Rüm. So, das Ding muss repariert werden. Du bist ein Ring, der nichts macht. Das finde ich komisch. Talana, zieh mal den Ring an, der nichts macht. Hä? Ja. Du bist nicht identifiziert. Und wir haben hier noch Schriftrollen. Die haben wir ja gar nicht benutzt. Apprentice Orb. 10% Crit Magic Damage.
Hat der auch. Ist genau der gleiche. Ja, können beide verkauft werden. Goodie. So, optionale Höhle abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Und ich glaube, wir schlafen einfach mal. Wir haben ja genug Essen über. Und so teuer ist das Essen nicht. Sparen wir uns die Heiltränke. Davon haben wir nicht mehr so viele. So. Aber ja, sehr schön, dass einfach mal was da war, was man für gar keine Quest brauchte. Wo man einfach so drüber stolpern könnte. Von sowas kann es nie genug geben in Spielen. Also, schon, aber es dauert. So, und da hinten. Jo. Jo. Das sind Banditen. Was? Das sind auch Banditen. Da hinten sind Nagas. Oh, die haben Bögen. Au, au. Ja, they're shitting at us. Nimm Shadowcloak. Warte mal. Das wäre praktisch, aber ich glaube, wir brauchen es nicht. Wir stürmen einfach drauf zu. Und hauen die einfach mit Dirk und auch rum zu klumpen. Wow. So, du. Hauen. Halt rein. So, Sturm muss viel nah. Die bleiben schön da hinten und schießen, ne? Das ist garstig, okay. Hau. Das war der erste. Und vorwärts laufen kann ich jetzt nicht mehr. Dann benutzen wir nochmal die Rüstung, damit wir keinen Schaden bekommen. Warum hat die Rüstung das nicht abgefangen? Attacks Talana 12 Damage. Also die Anzeigen hier waren nicht ganz richtig. Und ich kann jetzt nicht zu denen hinlaufen, weil der uns im Nahkampf hält. Ja, das ist richtig. Es macht vollkommen Sinn, logisch und so. Aber das ist man nicht gewöhnt. Also meine erste Reaktion wäre jetzt einfach, stur auf die zuzulaufen und dann A zu drücken, bis sie tot sind und dann mich um den Nahkämpfer zu kümmern. Aber das kann ich jetzt nicht. Also hauen. Feuerball. Also ich könnte die... Oh, Rüstung ist beschädigt. Also ich könnte die mit Fernangriffen angreifen. Also mit Zaubern zumindest. Aber das will ich ja gar nicht. Wir wollen die einfach töten. Und du trinkst einen Heiltrank. Und du trinkst einen Heiltrank. Und dann müssen wir gleich in die Stadt zurück. Neue Heiltränke zu kaufen. Was bist du? Retaliation. Also Counter-Strike. Hauen. Eine Sache, die mir gerade auffällt. Ich muss auswählen, wen ich angreife. Da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Also wir können mit Mouse-Over einfach einen auswählen und dann klicken. Und auf den gehen dann unsere Angriffe. Wir sollten also jetzt erst ihn hier ausschalten. So. Oh. Kaputt. Bleibst nur noch du. Und dich schubsen wir nicht weg, weil dann kannst du mit dem Bogen schießen. Dich hauen wir einfach. Und sie kriegt Schaden zurück, ja. Du hast keinen Mana. Den brauchen wir diesen Kampf mit Mana, denke ich. Du wirst gespottet. Du haust. Du debuffst ihn. Was zur Hölle ist das da hinten? Eine Banshee. Wir müssen definitiv in die Stadt zurück. Heiltränke kaufen. Oder gleich rasten. Wahrscheinlich beides. Potions. Ja, wir können Potions benutzen, um uns zu heilen. Mhm. Hauen. Oh, stimmt, ich habe Retaliation vergessen. Benutzt mal die Rüstung. Null Schaden. Genau, das war jetzt mal richtig angezeigt. Wir haben nur keine Heiltränke mehr. Doch einen. Den sollte Wenn dann Mürrum trinken. Und was ist von Mürrum eigentlich kaputt gegangen? Das Ding. Wir können im Kampf keine Rüstung ausziehen. Ebenfalls sehr sinnvoll, aber nicht bei jedem Spiel integriert. Also ja, jetzt so im Nachhinein zeigen sich sehr viele Feinheiten, die ich sehr positiv finde.
also hier mal auf den ersten Blick gar nicht so auffallen. Primär, dass der Spieler nicht so viele Möglichkeiten hat zu schummeln, wie es früher der Fall war. Mit einfach hinlaufen, AAA drücken bis ein, zwei sterben, weglaufen, den nächsten Berg verstecken, rasten, zurücklaufen und wieder schießen. Das war so die Standardtaktik. So. Ein Silberring, der nichts macht. Und 26 Gold. Und ein weiterer Schrein, den wir aber nicht benutzen können. Oh doch, konnte ich. Also es gab kein weißes Overlay, aber ich konnte Leertaste drücken. Dieser Schrein wurde gebaut im Jahre 565 YSD. In Gedenken an all die tapferen Männer und Frauen, die ihr Leben gegeben haben, um Aschern von den Dämonen zu verteidigen. Möge Elras und Ascher über ihre Seelen wachen. Ja, sehr schön. Absolut nicht notwendig, aber es ist da, um der Spielwelt mehr Leben einzuhauchen. Und wir wollen schlafen. Neben den Banshees, Banditen und Spinnen da hinten. Ja, der könnte ein Problem werden. Du hast immer noch was kaputt ist, das muss weg. Ich glaube, ich ziehe mich mal dezent zurück. Wie viel noch bis zum Level up? Nicht mehr viel. Oh, da ist eine Kiste. Also die Spinnen können wir ruhig töten. Das ist vollkommen okay. Auf und hier versuche ich die anzustupsen. Genau. Schieß, schieß, schieß. Renn. Du kommst noch nicht in unseren Nahkampf, das ist okay. Schieß, warten. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Kaputt, kaputt, kaputt. Jetzt kaputt. Jo. So. Hier wäre noch ein Fass mit bestimmt einer Spinne drin, oder? Ja, jo. Mal spotten, bitte. Hauen, hauen, hauen. Hauen. Für alles Erfahrungspunkte und Gegengifte. Habe ich absolut nichts gegen. Was haben wir hier Schönes? Heiltränke, Mana-Tränke und diese Rüstung. Warum lacht da ein Bandit? Ja. Also ich habe echt das Gefühl, dass irgendwas hier im Hintergrund passiert. Oh, erstmal haben wir den Gefahrenanzeiger. Aber ja, das was im Hintergrund passiert, also dass sie sich doch irgendwie bewegen. Oder zumindest irgendwas auslösen. Ich hätte schwören können, dass vorhin Nagas gegen Spinnen gekämpft haben. Und jetzt eben gerade hat einer von den Briganten rumgelacht wegen irgendwas. Okay, das könnte auch nur Ambiente sein. Was mit den Spinnen und Nagas? Das war schon komisch. Apropos Nagas, ich glaube, ich gucke mal ganz kurz nach denen. Ist zwar Hauptquest und so, aber ich denke, das wird eh erst gemacht, wenn wir da in den Turm reingehen. Und ich würde gerne gucken, wie stark die sind, um dann abzuschätzen, ob ich erst hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammle oder erst da. Bei dem Ding waren wir auch noch nicht, ne? Nee. Also Spinnen, die könnten wir auf jeden Fall angehen. Open. Oh oh. Habe ich gerade einen Schrein geplündert? Das ist zwar nicht so wirklich beabsichtigt. Tut mir leid, Götter und Drachen. Oh, eine Truhe. Aber ich will erstmal die Spinnen töten. Ich kann keine davon angreifen, weil die schräg versetzt sind. Genau, also nach hinten. Mhm. So, schießen, 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 verbrennen. Oh. Oh, sofort. Gegengift. Schießen, schießen, schießen. Die dahinter ist schon ziemlich angeschlagen. Das heißt, wir könnten die jetzt eventuell kaputt hauen. Die bitte zuerst. Und dann könnte sie nicht mehr schießen, weil die andere aufrückt. Okay. So.
2500, wie viel Gold war das gerade? Eine Menge. Eine einzelne Spinne. Ja, komm. Ich komm mal dahin. Ich würde gerne schießen. Oh, Spinne. Ach, was soll's. Genau. Einfach hauen, hauen, hauen. Na, fast können wir sie in einer Runde umbringen. Also man merkt schon, wie die Helden stärker werden. Dass wir Spinnen jetzt einfach so in einer Runde fast weghauen können. Das ging ganz schön schnell mit dem Stärkerwerden. Es war gerade mal ein Level und ein bisschen Ausrüstung. Ich denke mal primär die Waffen werden es gemacht haben. Und dass wir alle Skills auf Waffentalente gesetzt haben. Also fast alle. Na gut, was haben wir hier drin? Gegner. Oh. Oh. Garstige Gegner. Und Bogenschützen. So, du. Ziehst du mal die Heiltränke da rein. Und benutzt bitte diesen geistigen Schutz. Dass wir 30 Schaden abfangen. Bewegen dürfen wir uns jetzt nicht mehr, weil wir schon was gemacht haben. Okay, du schießt. Sie hat ein Schild. Oh, die. Ah, die haben sich neu gruppiert da hinten, die Bogenschützen. Aber es ist fraglich, ob die Bogenschützen jetzt an dem hier vorbeischießen auf uns können. Also, ne? Gucken wir mal. Hauen. Hauen. Konnte Tirik gerade zweimal hauen? Ein bisschen so aus. Oh, warum willst du einen Nahkampf? Komisch. Du spotten. Du hauen. So, du. Feuerball. Also normalerweise bei Elite-Gegnern oder Bossen sollte man wahrscheinlich zuerst immer debuffen. Aber der ist schon so weit runter, das lohnt nicht mehr wirklich. Oh, 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 du, Heilung. Du, hau den verdammt nochmal kaputt, genau. Elite-Brigand mit Retaliation. Schieß mal bitte einen Feuerball auf die. Dann haben wir später weniger Probleme. Du haust den, du haust den, du haust den auch. So, du wieder einen Feuerball. Ich muss vorher das Ziel wechseln. Genau. Du, warte mal. Du, spotten, kriegst Schaden durch Retaliation. Rest kann ein bedenkenlos draufhauen. Genauso machen wir es jetzt immer. Tirik haut zuerst, dann kann der Rest. Warum trittst du Talana? Das ist unfair. So. Also ja, allgemein zu der Positionierung. Wir haben nicht wirklich einen Grid, wo man sehen kann, wer vorne steht, wer hinten steht und so weiter. Ich glaube, es ist aber so geregelt, wie in anderen Teilen auch. Das heißt, die Charaktere, die weiter links sind und von der Klasse abhängig, die werden eher getroffen im Nahkampf. Aber wie genau das hier funktioniert, weiß ich auch noch nicht. So oder so. Zeit mal wieder zu schlafen mit R. Jetzt kurz abzuspeichern und in der nächsten Folge gucken wir uns dann entweder hier weiter um. Also die Nagas wollte ich nochmal testen. Oder wir machen einen kleinen Spurt zurück in die Stadt, um neue Heiltränke zu kaufen. Aber ja, hier draußen gefällt mir das auf jeden Fall wesentlich besser. Wir haben gleich viel mehr Möglichkeiten. Also wo wir jetzt als nächstes hingehen. Wir hatten jetzt den Leuchtturm, wir hatten den Thiefsden. Wir hatten die Höhle mit dem Troll. Oder was auch immer das war, Zyklop glaube ich. Dann die Banshees da hinten und so weiter. Also am Anfang fand ich es echt ein wenig, naja, lenkend, dass man unbedingt zu Maximus gehen musste und so weiter. Aber das ist halt ein Tutorial. Und danach scheint das Spiel sich jetzt wirklich ein bisschen weiter aufzuspalten. Und das finde ich super. Weil wenn dem nicht so wäre, wäre es wirklich schade gewesen um das Spiel. Aber ja, abspeichern und so und wir sehen uns dann gleich wieder.